Ganz herzlich willkommen heute Morgen zum Gottesdienst an Pfingstsonntag. Wir feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gottes Geist ruft uns zusammen, wenn wir Pfingsten feiern. In unserer ganzen Vielfalt sind wir Gemeinde, sind wir Kirche Jesu Christi. Wir vertrauen auf die Kraft des Geistes, eine Kraft, die nicht zerstört, sondern Leben schenkt, belebt. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch deinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. So der Wochenspruch für diese Pfingstwoche aus dem Propheten Sacharja. Lasst uns miteinander beten. Wir nehmen dafür Worte des 138. Psalms. Ich danke dir von ganzem Herzen. Von den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel hin und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue. Denn du hast dein Wort herrlich gemacht, um deines Namens willen. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, dass sie hören das Wort deines Mundes. Sie singen von den Wegen des Herrn, dass die Herrlichkeit des Herrn so groß ist. Denn der Herr ist hoch und sieht auf den Niedrigen und kennt den Stolzen von Ferne. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich. Du reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Der Herr wird's vollenden um meinetwillen. Herr, deine Güte ist ewig, das Werk deiner Hände wollest du lassen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit. Amen. Wir beten. Komm, Heiliger Geist, entzünde in uns das Feuer deiner göttlichen Liebe. Wo du bist, da ist Leben. Tote stehen auf, Schuldige werden frei, Schwache gestärkt, Traurige getröstet. Komm, Heiliger Geist, führe uns vom Irrtum zur Klarheit, aus dem Nichtigen zum Wesentlichen. Und mache uns bereit, auf dich zu hören. Komm, Heiliger Geist, mache aus uns deine Gemeinde, die dich in der Wahrheit anbetet, erfüllt mit lebendiger Hoffnung heute und alle Zeit. Amen. Lasst uns in der Stille Raum nehmen vor Gott in unserem Gebet. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Aus der Apostelgeschichte nach Lukas im 2. Kapitel. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander, an einem Ort.
Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber und wunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie, ein jeder in seiner Muttersprache, Parther und Meder, Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen, und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wie hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes verkündigen? Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zum anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll des süßen Weins. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan. Vernehmt meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde des Tages. Sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Come, du Geist, durchdringe
Liebe Gemeinde, heute an Pfingsten, was ist das für eine wundersame, aber auch seltsame Geschichte, die sich da 50 Tage nach dem jüdischen Passafest, unserem Ostern, in Jerusalem zutrug. Von weit her waren die Wallfahrer gekommen, denn man feierte Shavuot, das Wochenfest. Man feierte die Freude an den 10 Geboten, die Gott Mose und seinem Volk in der Wüste anvertraut hatte. Aus dem Fest der Tora, der Gebote, war zugleich ein jüdisches Erntefest geworden. Wo ein Fest gefeiert wird, da wird der Alltag unterbrochen, die Arbeit. Da atmen Menschen auf und mitunter etwas von dem ein, was man die Luft des Paradieses nennen könnte. Also etwas von dem Geist, der das Leben schuf, da wo Wirrwarr und Chaos war und sich Leben erst herausbildete. Wo Menschen feiern, atmen sie das Leben, den Lebensatem. Den Geist Gottes atmen sie ein. Lukas schildert uns Zeichen der Gegenwart Gottes und seines Geistes, plötzlich einsetzenden, gewaltigen, brausenden Wind und diese Feuerzungen, die sich auf die Jüngerinnen und Jünger setzen. Diese ihrerseits fangen an, in Zungen zu reden. Ziemlich abgefahren, diese Szene, würden meine Konfirmanden sagen. Ungläubiges Staunen mag auch uns überkommen, wenn wir uns all das vorstellen. Ein Befremden, wie es mich überkam, als ich einmal in einem charismatischen Gottesdienst eine Frau nicht weit von mir aufstehen sah und hörte, wie sie in Zungen redete. Das war mir sehr fremd. Eine Sprache, die wirr und schrill klang. Eine Sprache, die ich nicht verstand. Ungläubiges Staunen, so hat Navid Kermani, Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, seine Begegnung mit dem Christentum, insbesondere mit christlicher Kunst, genannt. Er nimmt einen großen Schatz wahr, den er aber nicht gleich für sich zugänglich hat und fassen kann. Und müssen wir das? Müssen wir erklären, was Luther mit Pfingstwunder überschrieb? Ich glaube, es ist schon viel, wenn wir beim Staunen bleiben und beim Erinnern. Erinnern wir uns. Wunderbare Begeisterung ging noch auf andere über, die Tempelwallfahrer aus Mesopotamien, Persien, Ägypten, Libyen und Kreta. Also auf Menschen, die als gottesfürchtige Juden aus dem ganzen Mittelmeerraum und dem Orient gekommen waren, jeder mit einer eigenen Sprache. All diese Pilger hören über Sprachgrenzen hinweg von Gott, der das Leben schenkt und in Jesus Christus den Tod besiegt hat. Er hört die Jüngerinnen und Jünger. Man denke an das Lied Miriams, als Israel wunderbar von Gott aus der Sklaverei in Ägypten geführt wurde. Sie hat diese Befreiungstat besungen. Man denke an die Psalmen, die Gott loben, und unseren heutigen Psalm 138, in dem der Beter ausruft: Ich danke dir, Gott, von ganzem Herzen, vor den Göttern will ich dir Lob singen. Manche spotteten angesichts der ausgelassen Tanzenden, angesichts der außer sich geratenen Zungenredner.
Die haben einfach zu viel vom Festwein getrunken. Es ist Petrus, der dann an Worte des Propheten Joel erinnert. Ja, Gott gießt seinen Geist aus auf seine Geschöpfe. So fangen Menschen an zu leben, aufzuleben, von Gott zu sprechen, öffentlich, unverkrampft, einander zugewandt. Das Pfingstwunder ist zuallererst ein Wunder der Freiheit, der Ungezwungenheit im Lobpreis Gottes. Wie schwer tun wir uns oft, Freude und Dank unverkrampft zu äußern, aber auch Klage und Schmerz auszudrücken. Pfingsten ist dann aber auch ein großes Wunder des gegenseitigen Verstehens. Man denke an die uralte Geschichte, die davon erzählt, wie Menschen einen Turm bauen, wo Menschen nicht mehr nach Gott fragen, sondern allein auf ihre eigene Stärke bauen und die Welt dieser Welt ihren Stempel aufdrücken wollen, sich einen Namen machen wollen. Da haben sie aufgehört, Gott zu verstehen, wo sie nur noch sich sehen. Versteht bald einer den, der neben ihm steht, nicht mehr. Er hat keine Ohren für seine Sorgen und Nöte, denn er sieht unentwegt auf sich. Menschen hören auf, miteinander zu reden. Jeder sieht nur noch auf das Seine. Pfingsten ist die Bitte um die Kraft von außen, um Gottes Geist. Komm, Heiliger Geist, zu allen Paaren, die sich nicht mehr verstehen, die sich nichts mehr zu sagen haben. Schenke ihnen das liebevoll erlösende Wort, das ihr quälendes Schweigen aufbrechen kann. Pfingsten ist seinem Ursprung nach ein Wunder des Verstehens. Wir erleben babylonische Sprachverwirrung, ja Sprachlosigkeit zwischen Teilen unserer Gesellschaft hier in Deutschland. Zwischen Menschen, die arm sind oder reich, gebildet oder nicht. Wir erleben Sprachlosigkeit zwischen Völkern in dieser Welt. Und wenn die Worte aufhören, ist der Krieg nicht mehr fern. Wir brauchen Gottes Geist in diesen Corona-Zeiten, aber auch überhaupt in dieser Welt. Wir alle brauchen ihn. Viele trauen sich in diesen Tagen kaum auf die Straße. Mit Mund-Nasen-Schutz schnell einmal zum Supermarkt das Nötigste besorgen, dann wieder nach Haus. Ältere Menschen sind traurig und oft einsam, weil jetzt kein Besuch kommt. Kindern ist es langweilig ohne die Schule und ihre Freunde. Manche hängen sogar ab. Eine Situation, die Parallelen hat zur Situation der Jüngerinnen und Jünger nach dem Tod Jesu und der Auferstehung. Auch sie fühlten sich verlassen und allein. Auch sie fragten sich, wie alles weitergehen soll. Auch sie durchlebten trostlose Zeiten des Eingeschlossenseins in ihrem Versteck. Sie mussten sich ja schützen vor Verdächtigung und Verfolgung, die allgegenwärtig lauerte in den Straßen Jerusalems. Pfingsten erlebten sie als ein einziges Befreiungserlebnis. 50 Tage waren sie eingesperrt. Jetzt erleben sie, wie das Haus, in dem sie saßen, vom Geist erfüllt wird, ausgefüllt wird bis an die Wände und diese Wände sich förmlich auflösen und
sie wieder Kontakt nach draußen haben, zu den Fremden, die jetzt in die Stadt geströmt sind, zu den Pilgern. Immer wieder hat unsere Kirche in ihrer Geschichte diese Erfahrung gemacht. Es nützt nichts, sich einzuschließen. Kirche muss sich mutig öffnen. Gottes Geist ist ein befreiender, ein öffnender, ein tröstender Geist, ein ermutigender Geist. Und der hat sie gestärkt, solches zu erleben, als sie eingeschlossen in einem Haus in Jerusalem Gottesdienst feierten. Gottes Geist wirkt in uns das Wunder des Verstehens. Das ist, was ich heute in diesem Text der Apostelgeschichte besonders deutlich höre. Früher, so sagte eine 93-Jährige neulich, als wir telefonierten, früher feierte man in solchen Notzeiten Bittgottesdienste. Ich denke, die Corona-Zeit ist eine Zeit, in der alle Gottesdienste zu Bittgottesdiensten werden. Wir erbitten Gottes Geist für viele, die uns an dem Herzen liegen, auch nachher im Fürbittengebet. Der Geist hilft uns, standzuhalten, nicht unterzugehen in Angst und Resignation. Da kann man ja nichts machen. Diesen Satz höre ich immer wieder in diesen Tagen. Diese Krisenzeit fordert uns heute, so wie früher, Menschen in Hungersnöten und Kriegszeiten herausgefordert haben. Diese Krisenzeit mit Corona fordert uns heraus, uns unserer Fähigkeiten neu bewusst zu werden, unserer spirituellen Ressourcen. Wir können zu Gott sprechen, mit ihm beten. Wutdemos auf dem Cannstatter Wasen gegen die Maßnahmen, die unsere Regierung gegen die Infektion ergreift, können nicht helfen. Sie nützen auch nicht der Freiheit und der Demokratie in unserem Land, sondern bekämpfen sie eher. Verschwörungstheorien nehmen die Angst nicht, sondern sie schüren Angst. Trauen wir dem Gebet in der Kraft des Heiligen Geistes neu. Trauen wir dem Geist, der Mensch nicht spaltet, sondern verstehen wirkt. Ein Geist, der verbindet Menschen in ihrer ganzen Vielstimmigkeit und Vielfalt. Denkblockaden und Sprachbarrieren können im Geist Gottes überwunden werden, wo wir uns Fremden zuwenden, Menschen, die uns von ihrer Herkunft oder auch ihren Ansichten her fremd sind. Da wird der Geist verstehen. Gott ist kein Geist der Einfalt, sondern der Vielfalt. Plötzlich konnten sich alle verstehen. Die Geburtsstunde der Kirche, hier haben wir sie vor uns in diesen Worten der Apostelgeschichte. Wenn es ein Erfolgsgeheimnis für die heute weltweite Kirche Jesu Christi gibt, hier muss sie liegen. Den Jüngerinnen und Jüngern war nicht klar, dass die Kirche einmal die ganze Welt umspannen wird. Da, wo Gottes Geist das Wunder des Verstehens ermöglicht, da, wo Menschen nicht auf Unterschiede, sondern auf das Verbindende schauen, da, wo Menschen die Angst vor der Zukunft Gott in seine Hand legen und durch den Geist ermutigt neue Wege gehen. Da ist Kirche. Trauen wir der Kraft des Geistes. Trauen wir Gott etwas zu. Trauen wir uns,
dann auch selbst wieder mehr in der Ökumene, im Blick auf diese Welt, was sie gefährdet, den Klimawandel, die Gewalt, die Kriege, im Blick auf unsere Kirche und unsere Kirchengemeinde, trauen wir uns wieder mehr in der Kraft des Geistes. Ein frohes, stärkendes Pfingstfest euch und Ihnen allen. Amen. Lassen Sie uns miteinander vor Gott kommen im Gebet. Füreinander beten wir und für diese Welt. Barmherziger Gott, du hast uns deinen Geist geschenkt, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Erneuere uns mit deinem Geist, wo wir uns den Verhältnissen dieser Welt gebeugt haben, unsere Bestimmung aus den Augen verloren und unsere innere Stärke eingebüßt haben. Erneuere uns mit deinem Geist, wo unter uns die Liebe fehlt, wo wir uns nicht recht verstehen, wo wir uns auseinandergelebt haben. Erneuere uns mit deinem Geist, wo uns Trauer niederdrückt und uns der Schleier unserer Tränen den Blick auf alles Schöne raubt. Erneuere uns durch deinen Geist, dass wir denen beistehen,
die allein sind, die durch Krankheit an ihr Bett gefesselt sind und ein gutes Wort brauchen, das sie stärkt und aufrichtet. Erneuere uns mit deinem Geist, dass wir an der Vision der Einheit der Kirche festhalten, dass die Konfessionen trotz aller Unterschiede gemeinsam dein Wort in aller Welt verkündigen. Erneuere uns mit deinem Geist, dass wir geistesgegenwärtig sind und uns mit Besonnenheit um unsere Nächsten kümmern, gerade in diesen Corona-Zeiten, und uns für den Frieden dieser Welt einsetzen. Amen. Wir rufen Gott an, wenn wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ganz herzlich möchte ich denen danken, die diesen Gottesdienst musikalisch bereichert haben, den Sängerinnen und Sängern der Kantorei und Uwe Schüssler und seiner Frau Hanna. Ihnen wünsche ich einen wunderbaren Pfingsttag heute. Lassen Sie Gottes Segen auf sich wirken, an sich arbeiten. Und dieser Segen gehe mit ihnen in diesen Tag und diese Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.